Ja, also wenn man ihn so sieht, würde man nicht denken, dass er sich auf das gleich kommende Date freuen würde. Aber erstmal möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen. Cooper zieht so eine Schnute und ist total aufgebraust durch sein Merkmal Hitzkopf. Ich muss sagen, bisher hatte ich immer nur den negativen Moodlet, so wie jetzt, also halt die Schnute zieht, aber er ist noch nie richtig aus der Haut gefahren. Kann noch kommen, ich hoffe es nicht, aber wir lassen uns einfach mal drauf überraschen. Und ja, heute ist Date Night. Wir haben heute unser romantisches Date mit dem Ricky. Wir gehen ins Kino und ich freue mich schon voll auf diesen Abend. Wir werden eine richtige Verabredung machen, denn wir müssen von seinem Bestreben her 3 Verabredungen mit Gold machen. Ich habe leider noch keine Ahnung, wie die anderen Verabredungen jetzt waren. Ich müsste die Videos da noch mal ein bisschen durchschauen. Aber ja, wir hatten schon eine Verabredung. Deshalb bitten wir jetzt um die nächste Verabredung mit unserem Ricky-Schatz. Und ich hoffe ja die ganze Zeit drauf, ich hoffe, dass es hat euch nicht genervt, dass der Ricky noch mal den Mut zusammennimmt und fragt hier, Cooper, das läuft so gut zwischen uns. Hast du nicht Lust, bei mir einzuziehen, raus aus deiner Studentenbude, rein zu mir, du sparst dir zum einen einiges an Miete, was du an den Semesterbeitrag dann hast. Er würde sich natürlich dann auch monatlich, wöchentlich mit einem bestimmten Satz halt beteiligen. Das Geld würden wir ihm dann runterziehen. Und ja, ich freue mich jetzt richtig auf dieses Date. Ich habe ein ganz schönes Grundstück in Sulani platziert. Da soll es ja auch so schön warm sein. Und deshalb dachte ich mir, komm, da ist es, der Sulani Beach Cinema. Wenn ich es finde, werde ich es euch wieder einblenden, das Bild von wem es ist. Versuche ich ja immer, wenn ich die Grundstücke finde, bei mir in der Galerie ein bisschen einzuhalten, dass jeder, der das Grundstück schön findet, das nachholen kann und sich in seine Welt platzieren. Wie es so normal ist, ist es nichts los. Aber das ist okay. Ich habe da nicht so groß mit Probleme. Passt jetzt vielleicht nicht so unbedingt, aber ich finde diese Fotobox so, so cute. Wir machen auf jeden Fall ein Foto machen mit. Ein romantisches Foto mit dem Ricky. Das machen wir jetzt. Und was ich so schön finde, seine Emotionen haben sich direkt geändert. Sie sind direkt auf selbstsicher. So schön. Aber Jungs, ich muss euch erstmal ein bisschen was umziehen, weil es ist ja, trotz dass wir Herbst haben, in Sulani ja trotzdem warm. Und dasselbe machen wir auch bei unserem Ricky-Schatz. Oh, ich bin immer noch so happy mit den beiden. Die sind so ein cutes Paar. Ich hoffe, ihr seid immer auch noch total gehypt von ihnen und seid Feuer und Flamme. Deshalb machen wir jetzt dieses cute Fotobox-Bild. Die Box werde ich dann am Ende natürlich wieder wegmachen, weil die passt so an sich nicht in das Grundstück rein. Weil das ist so, so schön geworden, dieses Grundstück. Ich meine, das ist von Elvedra. Ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall haben wir hier Popcornmaschinen. Die habe ich hin platziert, weil ich dachte, zu einem Kino gehört auch Popcorn. Wir haben hier überall Möglichkeiten, uns hinzusetzen. Wir haben eine Schaukel. Hier hinten haben wir sogar ein bisschen was, wo wir es romantischer zugehen lassen können. Also richtig schön gemacht. Hat das geklappt? Okay, das müssen wir uns jetzt einmal anschauen. Kurzen Moment. Haben wir hier irgendwo eine Wand? Irgendwo? Oder kann ich das auf den Tisch stellen? Ich kann es bestimmt auf den Tisch stellen, oder? Ach Gott, ist das süß. Oh mein Gott, guckt mal. Oh, Coop, da müsst ihr noch mal ein paar machen. Also, oh nein. Oh nein. Oh nein, ich hätte es nicht hinstellen sollen. Nein. Kopieren, mach eine Kopie in dein Inventar, dann zerstöre ich es. Los, schnell. Ich hätte es nicht rausholen sollen. Nein. Okay, er hat es drin. Okay, dann zerstöre ich das jetzt. Und wir gehen noch mal ein paar machen. Da habe ich jetzt leider nicht groß dran gedacht. Okay, Foto machen mit. Schelmisches würde ich auch mal machen. Dann machen wir noch ein romantisches auf jeden Fall. Und wir machen ein freundschaftliches noch mit dem Ricky. Die 3 Stück. Und wenn sie fertig sind, gucken wir mal, dass wir die Popcorn... wir verpassen natürlich die außerschulische Aktivität. Dass wir Popcorn machen... Und wir gucken uns dann einen schönen Film an. Oh.
Ich werde es mal ranzoomen. Okay, ich glaube, bei dem Bild sieht man den Ricky. Oh nein, das ist ja gar nichts geworden. Ah doch, jetzt ist es geworden. Oh, sie halten, glaube ich, so die Hände zusammen zu einem Herz. Och, ist das süß. Guck mal, wie er sich freut. Und ist das schön? Oh, was ist hier? Bis jemand verletzt wurde. Es sollte eigentlich ein einziger großer Spaß werden. Okay. Coop, deine Aktionen gefallen mir aktuell nicht so, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich würde sagen, ihr könnt mal zusammen hier sitzen und dann wird der Cooper eine süßes Popcorn vorbereiten. Genau, ich bin ein absolut süßes Popcorn-Fan. Ich hasse Salziges mit Butter. Dann esse ich es lieber ohne alles. Aber am liebsten mit so Karamell umzogen. Oh, das ist geil. Wie esst ihr gerne Popcorn? Karamellisiert oder ohne alles oder nur mit Zucker? Und? Hat es geklappt? Ich finde diese Popcornmaschine mega. Oh, was machst du? Anpullen. Nein, du pullst ihn nicht an. Du kannst gerne romantisch ihn küssen. Ihn abknutschen. Körperliche Nähe. Er ist voll. Ja, biet ihm mal eine Massage an. Vielleicht bringt das deine Laune ein bisschen höher. Sag hier, Ricky, wie geht's dir denn? Wie war dein Job die letzte Zeit? Oh, einen Heiratsantrag machen. Oh mein Gott, wie süß. Körperliche Nähe. Guck mal hier, unter Mistelzweig küssen. Sag Ricky, voll schön, dass wir heute auf ein romantisches Date zusammen sind. Ich freue mich so, dann kannst du mal die Liebe in aller Öffentlichkeit gestehen. Was macht ihr? Antrag bekommen. Wo techtelt ihr jetzt bitte? Wo techtelt ihr? Techtelmechtel. Jetzt bin ich gespannt, wo sie techteln. Was denkt ihr? Ah, hier steht ein Busch. Cool. Hier steht ja tatsächlich ein Busch. Boom. Was ist ja da eben gekloppt. Voll süß. Ah, ich bin total hinweg von den beiden. Ich bin hin und weg von ihnen. Na, dann mal viel Spaß euch zwei. Das Schöne ist, ich muss mir bei den beiden keinerlei Sorgen machen, dass da eine Schwangerschaft entsteht. Das ist mal sehr beruhigend, muss ich sagen. So, wie sieht unser Pop... Ah, da steht unser... Oh mein Gott, da haben wir viel Popcorn! Oh mein Gott. Dann hier zusammen ein Gericht nehmen. Hier, dann müsst ihr euch unbedingt ein Popcorn dann nehmen, bitte. Und ich hoffe, seine Gemütsstimmungen sind danach ein bisschen besser. Hat einer gerade gepupst? Der Busch hat gebebt wie sonst was. So süß, wie die da immer rauskrabbeln, die Sims. So süß. Ich finde es so knuffig. So knuffig. Okay, ihr Süßen, dann nehmt euch mal Popcorn. Und dann müssen wir uns jetzt mal hier Film ansehen. Ansehen mit. Und wie ist der Film? Ist der cool? Ich glaube schon, oder? Wehe, einer flirtet mit unserem Ricky, ne? Dann gibt's Stress. Skandalöse Frage stellen, sagt Ricky. Möchtest du es dir denn nicht nochmal überlegen? Mich anzusprechen. Ricky. Sexy Höschen. Kompliment zum Outfit machen. Ricky, Schatz, Ricky. Kamera fokussieren. Ist auf Toilette? Ah, ne, da ist er. Hier ist er. Setzt euch da mal zusammen hin. Los jetzt. Okay, ich glaube, jetzt setzen sie sich endlich zusammen hin. Oh, eine Rose. Wie süß. Wie süß. Setzt ihr euch jetzt hin? Nee, noch nicht. Hier. Oder wartet. Hier. Könnt ihr euch auch hier unten hinsetzen, ne? Okay, unser Ricky ist gerade irgendwo hingeflitzt. Moment, ich guck mal, wo er ist. Kamera fokussieren. Ah, hier oben. Er hat sich endlich seine Popcorn-Portion genommen. Und wie gefällt's dir, Ricky? Findest du das Date schön? Unser Kubi wird dann gleich zu dir kommen. Und wird sich dann mal im Anschluss hier hinsetzen. Und dann gucken wir mal, dass wir die Beziehung noch ein bisschen einheizen. Fragen, hey Ricky, ich liebe dich. Wie ist es bei dir? Liebst du mich auch? Hast du dieselben Gefühle? Machst du mal ein Kompliment? Und ich hoffe wirklich, dass er nochmal
kokett ärgern, Belohnung verdient. Wir haben auf jeden Fall die Belohnung abgeschlossen. Und ich hoffe irgendwie Interesse bekunden, dass er nochmal den Mut zusammennimmt, wie bevor mein Spiel vor 2 Folgen abgeschmiert ist. Ja, dass er nochmal fragt, ob wir mit ihm zusammen sein wollen, also zusammenziehen möchten. Sonst, ich weiß halt nicht unbedingt, ich möchte es eigentlich nicht interagieren, wenn ich ehrlich bin. Weil Kupsi halt, natürlich liebe ich dich. Warum fragst du? Ricky, dann frag uns bitte, ob wir bei dir einziehen möchten. Bitte. Genau. Zusammen hier hingehen. Das könnt ihr dann im Anschluss mal machen. Oh, wie süß. Cute. Ist das cute? Ja, ja, die zwei, die sind so cute zusammen. So, was ihr dann... Oh, sie können sogar noch duschen. Oh ja, und dann machen wir ein Techtelmechtel mit ihm. Im Wasserfall. Das ist romantisch. Was machst du? Oh, gebeten werden einzuziehen. Oh mein Gott. Ricky. Oh mein Gott. Zusammenziehen. Klicke auf OK, um auf Haushalt verlassen und umziehen zuzugreifen und festzulegen, welcher Sim in welchen Haushalt leben soll. Ei. Natürlich wird der Coop zum Ricky ziehen. Und wir haben das ganze Geld mit dabei und jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe noch nicht, dass wir aus der Uni rausgeschmissen werden. Wir werden das Techtelmechtel machen und dann werde ich einmal in Welten verwalten gehen oder kurz in die Map tauchen, weil irgendwie hat sich jetzt hier gerade ein bisschen alles dahin gerafft. Sie sind zusammengezogen. Ich kann leider nicht ins Profil gucken. Mann. Oh, schaut sie euch an. Die beiden sind zusammengezogen. Die beiden teilen sich jetzt ein super cutes kleines Apartment, das wir dann gleich sehen werden. Ich hoffe, wir sind in der Uni noch eingeschrieben. Wir haben unser ganzes Inventar, Sim-Inventar mitgenommen. Und ach Gott, die beiden sind zusammengezogen. Ach, ich freue mich gerade voll. Voll schön. Gut, wir haben durch das... Einschreiben ins letzte Semester jetzt gut 1600 Simoleons verloren. Aber ich glaube, das ist es dem Cooper auch einfach wert, meiner Meinung nach. Also ich glaube, das ist es ihm wirklich wert. Süß, okay. Okay, ihr Süßen, ich würde sagen, wir reisen zu unserem... Okay, Cooper ist da. Und der Ricky ist hier auch da. Jetzt war das Date komischerweise voll grauenhaft, aber okay. Er muss auf jeden Fall ganz dringend aufs Toilette. Also das sieht normal aus. Das sieht normal aus. Er ist im letzten. Davon hat er da 6. Genau, das stimmt. Entschuldigung, falscher Bereich. Das sieht normal aus. Auch. Ja. Oder? Unsere Boxen, unsere Arbeit. Ja, ich glaube, es hat geklappt. Schaut mal, jetzt können wir den Ricky spielen. Oh, Ricky, du hast ja ganz viele Medaillen. Das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Er wird jetzt hier erstmal dem Kupi einen langen Kuss geben und sagen, Schatz, ich freue mich so, dass du Ja gesagt hast. Das war eine riesen, riesen Aufgabe für mich. Die hat mir die ganze Zeit schon auf dem Herzen gelegen. Ich wollte dich das letzte Mal schon fragen, habe mich dann aber nicht getraut. Deshalb, ich bin so, so glücklich, dass wir jetzt zusammengezogen sind. Und der Cooper sagt auch hier, ich bin total happy, wobei bevor wir jetzt hier nach Hause laufen, können wir auch nach Hause reisen. Ich versuche es euch so ruhig wie möglich von meiner Handführung einmal zu zeigen. Der Ricky hat ein voll schickes Apartment. Den Grundriss habe ich von Nexley. Ich blende euch einmal den YouTube-Channel ein. Das ist eine englischsprachige YouTuberin. Die hat sich das für ihre neue, mit den Diamanten, da gab es auch jetzt das letzte Kit. Nee, Erweiterungspack, ich weiß nicht, das, wo man die Diamanten machen kann, mir fällt der Name gerade nicht ein. Die hat sich da ein ganz cooles Apartment draus gemacht und ich fand den Grundriss so, so schön. Deshalb habe ich mir das so ein bisschen nachgebaut. Und ja, wenn wir hier reinkommen, haben wir dann direkt hier so ein kleines Schuhregal, wo wir die Schlüssel und die Post ablegen dürfen. Die Schlüssel kommen natürlich in die rote Box rein. Und wenn wir dann hier hochkommen, haben wir, weil der Ricky auch gerne zockt, haben wir natürlich hier so einen Zockerbereich.
Wir haben hier ein schönes großes Bücherregal, weil er auch gerne liest. Wir haben was zum Malen, Gitarre, Football, Fußball, Meditieren. Und wenn wir dann hier nach links einmal gucken, haben wir die super süße kleine Küche. Es tut mir leid, das Licht ist jetzt aus. Und es ist Ricky sein ganzer Stolz, seine Wohnung. Und wenn wir hier rumkommen, haben wir dann auch schon den Wohn- und hier hinten den Schlafbereich. Ich hoffe, dass die zu zweit dieses Bett irgendwie benutzen können. Sonst muss ich da nochmal gucken, wie ich das umstelle. Und wer sich jetzt fragt, okay, Anna, und wo hast du das Badezimmer jetzt hingeschustert? Genau, hier ist dann der Kleiderschrank von ihm. Das ist hier drin, wo die Tür gerade fehlt, wo ich es gerade mitbekomme. Hier haben wir dann Wäsche, Toilette, Dusche. Wohlbemerkt, einen voll schönen Ausblick. Und hier ist das riesige Waschbecken. Es tut mir leid, jetzt klitscht es wieder hier so ein bisschen. Moment, ach, das Bad muss ich euch anders zeigen. Irgendwie klitscht es manchmal. Ich mag das gar nicht mit den Ebenen. Genau. Da ist das Bad und da muss ich noch eine Wand ziehen. Das ist im Cooper sein neues Zuhause. Ich freue mich so. Ihr glaubt es ja gar nicht. Ich grinse hier wie so ein Honigkuchenpferd vor mich hin. Und ich würde sagen, der Ricky sagt, Cooper, komm rein. Schau dich um. Das ist dein neues auch Zuhause. Der Ricky mag auch die Farbe Rot, deshalb ist es dementsprechend auch schon so ein bisschen eingerichtet. Und Cooper sagt, wow, du hast ja voll die coole Bude, gefällt mir total. Sie gucken sich da mal so ein bisschen um, jetzt könnt ihr es auch nochmal sehen, während es hell ist. Und ich finde diese Wohnung so, so schön. Ich sehe gerade, die Vorhänge sind bei meinem CC-Ausmisten weggekommen, aber das ist nicht schlimm. Und ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir hier ein Techtelmechtel hinbekommen, ob die zu zweit da rein können. Ich glaube es aber nicht. Nee, okay, das geht. Das hatte ich mir schon gedacht. Okay, ich muss dann mal gucken, wie ich das mit dem Bett organisiere. Aber das ist jetzt vorerst nicht so schlimm. Energie ist noch so halb voll. Wir können ja nach auch nacheinander schlafen. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Tag wieder. Der Cooper hat nämlich, wann hast du Uni? In 9 Stunden um 11 bis 12.25 Uhr. Und zwar der Vormarsch der Maschinen. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch hier ein bisschen was an Präsentationen machen. Ich weiß gar nicht, muss er eine Abschlussarbeit? Ah, die Hausarbeit haben wir schon eingereicht. Genau, das habe ich schon erledigt, bevor ich es nämlich vergesse. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was du zu dem Apartment sagst. Vor allem, was du generell dazu sagst, dass der Cooper jetzt zum Ricky eingezogen ist. Aber würde sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn die beiden wieder fit sind und wir kurz vor dem Unibesuch stehen. So, unsere beiden süßen Boys sind auf jeden Fall wieder wach. Die haben beide super gut geschlafen. Ich habe das Bett jetzt so hingestellt und habe einmal hier das Teil rüber, die Leinwand ein Stück, habe die eine Pflanze mit dem Pilz verkauft und so kommen sie beide dran. Sie haben auch schon getestet, das haben wir natürlich direkt versucht. Und unser Kupi bereitet jetzt Frühstück vor, denn unser Ricky-Schatz muss gleich schon zur Arbeit. Und der Kupi muss dann auch schon bald los, der macht dann noch ein paar Hausaufgaben, damit wir gut vorbereitet sind. Und ich finde es total süß. Oh, ihr glaubt dann, wie glücklich ich gerade bin, dass das funktioniert hat. Mach die Zahnbürste weg, los, schnell. Nimm dir noch ein Gericht, schnell, bevor du auf die Arbeit musst. Sag, Schatz, schau mal, ich habe Rührei, Toast und Speck für uns gemacht, setz dich. Bevor du auf die Arbeit musst. Oh, was ist hier? Romantisches Geschenk geben. Oh, 10 neue Online-Follower gewinnen. Okay. Mit Cooper, oh, mit Cooper Fox verloben. Och Gott, Leute. Freundschaftliches Geschenk geben. Was habt ihr denn heute mit den ganzen Geschenke geben? Wo ist dein Uni-Heft schon wieder? Direkt mal 2 zur Sicherheit gekauft. Und dann machst du hier bitte deine Hausarbeiten noch. Genau, setz dich dahin, das sollte funktionieren. Ach Leute, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich und verfolgt Familie Not So Berry, unserem Kupi, auch weiter auf seinem Werdegang, wie sich alles so entwickelt. Auf jeden Fall mal gucken. Ich werde nach dem Haushalt, nach der Folge mal bei der Molly vorbeischauen, wie weit sie denn ist, ob da schon was sich getan hat. Wenn ja, sehen wir vielleicht die Geburt am Ende. Mal gucken. Was geht denn hier ab? Hier sind ja lauter Pflanzen drauf. Okay. Wer hat denn das hingemacht? Das sieht nicht gerade schön aus, wenn man das mal so sagen darf. Okay, dann ja, würde ich sagen, sehen wir uns, wenn Kupsi soweit ist. Der muss in 3 Stunden los. Heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit.
Auf jeden Fall, er ist zusammengezogen. Die sind so, hallo, ich habe warmes Wasser und müsste baden. Oh mein Gott, die Molly steht vor unserer Tür. Hallo, ich habe kein warmes. Oh mein Gott, die Molly, da ist sie ja, da ist sie ja, da ist sie ja. Oh nein. Bettina tut jetzt einfach so, als wären wir nicht zu Hause und ich hoffe, dass sie sich nicht automatisch einlädt und hier reinkommt. Oh Molly. Oh, du guckst aber gar nicht gut, Schatz. Oh, Pupsi, es tut mir so leid. Ich glaube, die kann das auch gar nicht alles so verstehen. Ich glaube, sie würde sehr, sehr gerne dem Cooper sagen, hier, wir erwarten ein Kind zusammen. Aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass sie sich einfach nicht traut, aus Angst, dass er sie ablehnt und sie als jemanden darstellt, der ihn betrogen hat und so weiter und so fort und von Anfang an gesagt hat, hier war ja eigentlich nie was Festes, er will keine Kinder. Ich denke, da hat... Oh, Süße, kann ich dich nach Hause schicken? Aktion? Nee, oh nein, bitte jetzt frag nicht die ganze Zeit weiter. Müssen wir doch mal hier unsere super cuten Fotos reinmachen. Nur von unserer Familie und das sind die aus der Fotobox? Können wir da eins auf den Tisch stellen? Och, schaut mal, wie knuffig. Wollen wir mal einen weißen Rahmen? Wobei, nee, rot. Cooper ist ein roter Typ. Der braucht einen roten Rahmen. Ist das nicht süß? Okay, hier sind nur einzelne Fotos. Das haben wir. Mit seiner Family, mit Geschwistern. Und das andere sind die Pärchenbilder. Aber die würde ich jetzt nicht hier in der gemeinsamen Wohnung hinhängen. Aber ja... Der Ricky und der Cooper sind zusammengezogen. Wow, wir haben einen weiteren riesen Meilenstein in Coopers Leben und in unserer... Oh, was macht die Simone? Die Simone hatte eine Sprech... Aua, Blase, das war mein Finger. Sprechblase über ihrem Kopf. Was bedeutet das? Weiß die, dass wir hier eingezogen sind? Weiß sie mehr? Auf jeden Fall weiß sie natürlich mehr, was sie dem Cooper nicht erzählt. Kann ich sie aber auch verstehen, weil sie da Priorität ihrer Freundin, der Molly, gegenüber hat. Ja, wer so nicht wissen sollte, die Oh nein, Molly, bitte nicht reinkommen. Steht sie jetzt die ganze Zeit hier vor der Tür? Molly, du machst mich fertig. Oh nein, wenn die hier steht, wenn wir danach zur Uni müssen. Kann ich aber auch nicht nach Hause schicken, ne? Oh, ich will nichts klicken. Ich will sie nicht ablehnen. Ich will es aber auch nicht erlauben. Also, ich bin... Mann! Ich bin hin und her gespalten. Ja, der Coop, ich weiß, Coop, dein Unterricht geht bald los. Du bist noch ein bisschen am Lernen. Das finde ich super. Und ich hoffe, dass die Molly in der Zeit, wo wir jetzt hier noch die 54 Minuten haben, dass sie von alleine geht und merkt, okay, es ist keiner zu Hause. Hat sie jetzt... Okay, die Molly hat aufgegeben. Die hatte keine Lust mehr, habe ich jetzt den Eindruck. Okay, wir warten jetzt nur noch darauf, dass der Cooper gleich in die Uni darf, damit ich dann auch irgendwann mal danach die Folge beenden darf. Die ist wahrscheinlich schon wieder viel zu lange. Aber ja, ich hoffe soweit, dass es dir wirklich gefallen hat und bin sehr, sehr gespannt auf deine Reaktion. Elwodin möchte, ruft an, um dran zu gehen. Ja klar, wir können danach gerne mit dir telefonieren. Kannst mal aktiv zuhören. Und ja, der Cooper ist jetzt eingezogen. Wir haben im Kalender so an sich nichts Großes stehen. Ich würde sagen, die nächste Folge wird dann ein Cooper sein Abschluss sein, würde ich jetzt mal so spontan einfach vorschlagen. Wir haben... 6 Tage. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich jetzt richtig bin, müssten wir am Donnerstag den letzten Studententag haben und haben dann vielleicht am Freitag unsere Abschlussfeier. Weil ich glaube, die ist immer nur unter der Woche. Ich bin mir aber nicht ganz... Oh nein, die Molly düselt hier alles rum. Oh, Molly, geh bitte in dein Haus, Schatz. Bitte. Oh, hier knattern sie. Och, was ein Glück. Ei, das hat ja gepasst wie die Faust aufs Auge gerade. Oh mein Gott. Okay, Coops. Ich denke, du wirst jetzt mal einen Rest nehmen und die Zeit dann abwarten, bis dann Ricky nach Hause kommt. Da wird Hausaufgaben machen. Wir werden die Präsentation schon mal vorbereiten. Weiter lernen für die Abschlussarbeit dann und die Abschlussklausur. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass es dir gefallen hat. Würde mich sehr darüber freuen, wenn du es mir mit einem Like und mit einem Kommentar gerne signalisieren würdest, möchtest. Und wenn du natürlich ganz neu bist, möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen hier in der Community und dir ganz herzlich Danke sagen und du darfst dein Rührei mit Speck essen, ne?
Und mit diesem sehr, sehr glücklichen Gesichtsausdruck, wie er hier voller... Jetzt hat er die Pflanze vorm Kopf. Wie sich das alles jetzt entwickelt hat, sage ich Tschüss und der Cooper auch. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.